Zunächst gab es viel Gemeinsames, denn beide traten nur mit zwei Spitzen an. Beide taten die ersten 10 Minuten kaum etwas, was erwähnenswert gewesen wäre. Und beide mussten auch je einen Stammspieler ersetzen. Bei Düsseldorf, das Ganze in Weiß spielt, war das Löhr. Bei Köln war es Prestin. Woodcock zunächst auf der Bank und dann nach genau 10 Minuten eine erste Möglichkeit für die Fortuna, für Thomas Alofs und für Thiele, die beiden Spitzen. Der sofort darauf folgende Konter der Kölner. Hier sind die Spitzen Littbarski und Fischer wieder einmal. Hier ist Littbarski. Zuschauer sahen diese Begegnung bei idealen Bedingungen übrigens. Und die Fortuna versteckte sich keineswegs, sondern spielte erfreulich offensiv mit. Dusend und noch einmal Thiele, der da um einen Schritt zu spät kam. Das war die bisher größte Möglichkeit des Spiels. Dusend, der schnelle Mittelfeldspieler der Düsseldorfer. Er wird noch einige Male heute zu sehen sein. Dann die 19. Minute und eine umstrittene Situation. Achten Sie auf diesen Angriff. Thomas Alofs. Und war das nun ein Strafstoß oder nicht? Thomas Alofs beklagt sich bitter bei Schiedsrichter Vöckler. Der aber gab nur Eckball. Hier die Wiederholung. Schumacher verpasst. Und dann ist doch nicht deutlich zu erkennen, ob Strack da Thomas Alofs von den Beinen brachte. Das Spiel geht weiter mit dem Spielstand von 0:0. Engels für die Kölner. Strack, der sehr offensiv heute war. Klaus Alofs. Zum zweiten Mal die Brüder gegeneinander. Littbarski. Das ist jetzt schon eine Szene aus der 38. Minute. 20 Minuten lang war wieder einmal Leerlauf von beiden Mannschaften nur zu sehen. Aber dann dieser Schuss, Littbarski, das 0:1. Tore wie diese, wann sieht man sie schon einmal von anderen Spielern? Bei ihm gehören sie schon fast dazu. Eine fast artistische Leistung, wie er diesen Ball annimmt und dann aus der Drehung heraus verwandelt. Die 38. Spielminute, neuer Spielstand 0:1. Torschütze für den ersten FC. Enttäuschung natürlich auf der Düsseldorfer Bank bei Trainer Jörg Berger. Aber das Spiel wurde dann insgesamt wesentlich besser. Düsseldorf kam noch offensiver, als das in den ersten Minuten der Fall war. Thiele, der Spieler mit der Nummer 9. Schumacher, der heute keinesfalls sicher wirkte. Dann noch einmal eine Möglichkeit nach diesem Schuss von Fach. Holger Fach, hier ist er zu sehen, 19 Jahre erst alt, ein großes Talent im Mittelfeld bei den Düsseldorfern. Und wieder Littbarski. Er war zumindest bis hierhin Alleinunterhalter im Kölner Sturm. Hier verpasst er knapp. Trainer Michels müsste eigentlich zufrieden sein, seine Mannschaft führt, allerdings wirkt sie keineswegs überlegen. Die Düsseldorfer hier im Abseits. Und obwohl Toni Schumacher sicherlich nicht gut war, hier kann er noch einmal glänzen. Die Zuschauer wissen es zu würdigen. 0:1 der Pausenstand. Das Spiel, so meine ich, bis dahin aber mindestens von Düsseldorfer Seite aus ausgeglichen geführt. Aus den Kabinen kommen die Düsseldorfer mit Zewe für Hutka. Zewe ist zwar auch nur Mittelfeldspieler, aber er soll die Offensive stärken. Und dann wieder Dusend. Enorm schnell, guter Techniker. Mit ihm hatten die Kölner sehr viel Mühe. Dann Zewe zum ersten Mal hier am Ball. Und Wenzel, der Libero. Er gehörte heute ganz sicher zu den stärksten Spielern bei Fortuna Düsseldorf. Und die Gastgeber wurden immer stärker. Der FC schien mit dieser knappen Führung zufrieden. Das Tempo nach wie vor sehr hoch. Fach. Weikel. Und dann eine der vielen Versuche, eine Abseitsfalle aufzubauen. Hier klappt sie nicht. Und das
kann Dusend nutzen, die 54. Minute, der inzwischen fällige und verdiente Ausgleich. Beide Mannschaften versuchten mit Abseitsfallen zu arbeiten, meistens klappte es, hier einmal nicht. Und dann rechnete wohl auch Toni Schumacher, eher mit einer Flanke reagiert, etwas spät, 1:1 also. 1:1 und der Torschütze war Ralf Dusem. Und Trainer Berger anscheinend immer noch nicht zufrieden. Konopka für die Kölner. Littbarski. Von ihm nun nicht mehr so viel zu sehen wie in den ersten 45 Minuten. Engels, Fischer. Die erste Möglichkeit für ihn und es blieb auch die einzige in diesem Spiel. Die Fortuna wesentlich aggressiver und auch geradliniger im Spielaufbau. Zewe. Man sucht den kürzesten Weg zum Tor. Dann hat Wenzel noch einmal Pech, verletzt sich leicht, kann aber sofort wieder weitermachen. Torhüter Bücher auf der anderen Seite. Mit so wenigen Spielzügen kann man das Feld überbrücken und kann für so große Gefahr sorgen. Bei Köln dann der erste Wechsel. Woodcock kommt für Konopka, ein weiterer Stürmer, also für einen Abwehrspieler. Der FC muss ja gewinnen, wenn er um den Titel noch mitspielen will. Klaus Allofs, er stand heute doch ziemlich klar im Schatten seines jüngeren Bruders. Woodcock, noch einmal Klaus Allofs. Und natürlich Freistoß aus etwa 18 Meter Entfernung. Littbarski. Torhüter Bücher hatte zwar einige Schwierigkeiten, ab und zu den Ball festzuhalten, aber insgesamt bot er doch eine zufriedenstellende Leistung. Zewe, dessen Einsatz sich mit Sicherheit gelohnt hatte, denn er brachte doch sehr viel Linie und Druck ins Spiel. Thiele. Thomas Allofs war das noch einmal. Und Fach. Es war ein Schuss, der wesentlich gefährlicher war, als er vielleicht auf den ersten Blick wirkte, denn der Ball senkte sich zum Schluss doch noch ganz gefährlich Richtung Kölner Tor. Und dann noch einmal eine Riesenmöglichkeit. Zewe hat sie, die Zuschauer jubeln, aber er traf nur das Außennetz. Es blieb schließlich beim 1:1, einem schmeichelhaften Punktgewinn für die Kölner, die nicht wie ein Titelanwärter wirkten. Auf der anderen Seite sahen allerdings auch die Düsseldorfer nicht wie ein Abstiegskandidat aus. Und mit der Wiederholung zurück zu Fritz Klein.